So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Ich mache natürlich die Falschtaste. Bin ich gut. Hier wieder bei Wreckfest. Ich glaube, eigentlich kann ich die Runde fast neu beginnen. Wieder mal, wie gesagt, bei Wreckfest. Hier im ovalen Rundenkampf. Mal wieder gegen die Busse. Ein ganz faires Match, so wie ich finde. Vor allem, wenn man hier vor sich einen hergeschoben bekommt. Es ist eigentlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr positiv. Ja, mir gefällt das. Eindeutig. Geschafft. Na! Jungs und Mädels, fuckt euch ab. Es gibt das doch nicht. Ich weiß nicht, wie laut die Musik ist. Bei mir ist es relativ laut. Bei mir ist alles relativ laut. Alter. Jo! Was habe ich XP bekommen? Wenn ich weiter so mache, komme ich sogar noch auf in die Top 10. Also, wenn sie weiter so demolieren. Teilweise kann ich die wirklich so als Fahrhilfe nutzen. Aber manchmal ist es auch wirklich so, leck mir Morsch. Kann man gar nicht machen. Ich will das einfach bloß schaffen. Mit welchem Punktzahl ist mir eigentlich so gut wie egal. Jedenfalls mit Punkte. Aber es ist eine der schlechtesten Sachen, die ich im Wreckfest hier bisher gefunden habe. Aber man muss sie eben machen, damit man überhaupt die Meisterschaft weiterkommt. So viele Sachen habe ich jetzt nämlich auch nicht zur Verfügung, die ich im Moment fahren kann. Deswegen, hier wird mir eigentlich das Auto gestellt. Also nicht eigentlich, hier wird mir das Auto gestellt. Bis dass ich hier Erster werde, kann man vergessen. Ich wurde zerstört! Naja. Jedenfalls habe ich ein paar XP bekommen. Ich habe jetzt mal eine Seite von meinen Kopfhörern rausgenommen. Vielleicht wird es noch ein bisschen leiser. Man sieht 0 Punkte. Wer hätte gedacht? Ach nee, Oval Challenge. 0 Punkte. Wer hätte gedacht? Geht natürlich noch mal rein. Diesmal versuchen wir gleich richtig reinzugehen. Versuchen wir gleich ein paar Pünktchen zu machen. Wir wissen ja auch jetzt, welche das wir drücken müssen zum Starten. Mit gut Glück kommen wir wieder unter 10 und verlieren dann alles. Genau. Ich habe ein neues Projekt im Kappe. Aber Relay Sachen, die ich dieses Jahr verwirklichen möchte. Eine Sache, die wird gerade von meinem Kumpel angefangen. Das ist ein Gaming-Schrank. Kann man sagen. Switcher-Schrank. Trifft das eher besser. Habe ich auch schon rum erzählt. Also ein Switcher-Schrank. Auf Deutsch. Ich habe verschiedene Switcher da drinnen, wo die ganzen Konsolen reingehen, die ganzen Bildschirme, die man dann später vielleicht mal hat. Und einfach mit Stromswitcher das anmacht, das man allgemein reinnimmt, was man gerade braucht. Das Ding ist gerade in der Bearbeitung, kann man sagen. Teile habe ich schon bestellt dafür, Sachen, und ich habe auch ein paar Kabel schon. Und das Ding kommt Ende des Jahres. Dann werde ich auch mal versuchen, auch mal umzuziehen. Dann kommt vielleicht für meine Mäusel was Neues. Alter. Junge, fuck you bitches. So. Drei Runden noch. Mitte des Jahres oder April kommt ja auch ein richtig geiles Spiel raus. Anno 1800. Wird zwar 60 Euro kosten, aber warum auch nicht, wenn ich mir leisten. Und Spaß machen. Genauso wie, dass ich irgendwann mal in nächster Zeit noch eine Capture Cam hole. Mit der wird auch noch einiges eingestellt. Hoffentlich, wenn alles klappt.
Bin mal gespannt, ob das einigermaßen so klappt, wie ich das möchte. Aber das werden wir dann später sehen. Oh, letzte Runde. Und Platz 10. Also wir hätten, glaube ich, jetzt 10 Punkte kriegen wir oder so. Das wäre schon nicht schlecht, wenn wir noch weiter vorkommen. Oder wir müssen wirklich auf Platz 1 beenden, dass wir überhaupt die 100 Punkte bekommen, und weniger gibt es eben nicht. Ja, da war es wohl schon mal fehlgeschlagen. Aber ich werde als Dritter reinkommen. Kriege ich Punkte? Das ist das Wichtigste. Nicht, ob ich XP bekomme, sondern ob ich Punkte bekomme. Nein, also wir müssen wirklich Erster reingehen. Superman. Oh, hier bekomme ich jetzt Belohnung, Superman. Okay, letztes Mal. Danach beende ich die ganze Runde. Eine ganze Aufnahme. Also wir werden das, wie gesagt, jetzt noch einmal probieren. Wir waren ja jetzt relativ gut unterwegs, kann man sagen. Das ist ein echtes Auto. Oh, der derbe Motor die ganze Zeit auf 6000 Drehung. Auf dem kleinen Ding. Vor allem mit so einem Ding, so eine Rennen zu fahren. Also wir sind jetzt bei 80 km/h. Keine Ahnung, ob die das wirklich schaffen würden, mit 80 km/h so um die Ecke zu fahren. Aber die haben ja wirklich bloß ein Rad. Und ein Rad, das ist ja... Es gibt auch so welche ähnlichen Oldtimer. Und Oldtimer interessieren mich ja auch. Vielleicht baut man so in 20 Jahren eins aus. Man weiß es ja nicht. Gut, so sieht es im Bus aus, okay. Raus aus dem Bus. Weiter geht's. Oh, kritischer Schaden. What the f... Ich glaube, die Runde werde ich nicht überleben. Wenn es so ist, dann bin ich die Runde. Und wir sehen uns nächstes Mal beim nächsten Derby-Rennen. Ich glaube, das war schon. Wenn es einer von hinten kommt, die eigentlich weg vom Fenster. Im besten Fall explodiere ich sogar noch. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich dann nochmal einkaufen fahren. Mir fehlen noch ein paar Kabel für mein kleines Schränkchen. Beziehungsweise für den jetzigen Setup, dass ich alles benutzen kann. Ist zwar nicht das Schlimmste, aber ich würde mir auch gerne ein neues Spiel kaufen, Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob ich das heute mache. Ich habe dafür noch J-Bus habe. Oder ob ich warte, bis ich arbeite. Und dann fahre ich nämlich in die Nähe von J-Bus und dann komme ich mich vor bzw. nach der Arbeit das noch schnell mal holen. Vielleicht kommen wir auch am Freitag holen, weil diese Woche, wo ich jetzt bin, kommt meine liebste Freundin wieder. Ich habe gesagt, ich verliere, aber ich verloren. Da war es mit diesem Part nicht der ganze Part gefallen. Dann gibt es nur noch, wenn ich einen Daumen runter schreibe, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.